Liebe Mercedes-Fans, wir sind hier bei der DTM am Lausitzring und unterhalten uns heute mit Mercedes-AMG-DTM-Pilot Maximilian Götz. Hi. Max, danke, dass du Zeit hast für uns. Gerne. Lass uns doch kurz nochmal ganz kurz zurück zum 24-Stunden-Rennen, zu diesem grandiosen Rennen am Nürburgring gehen. Da bist du ja mit deinem Haribo Racing Team AMG auf den dritten Platz gefahren. Glückwunsch dazu nochmal. Ihr habt aber auch genau die Zeit quasi auf den Sieg verfehlt durch die Strafe. Wie geht man da jetzt damit um? Ist das eher Frust oder eher Freude über den dritten Platz? Du, ich glaube, wenn man auf dem Podium steht bei so einem Rennen, dann kann man schon zufrieden sein. Da hast du einiges richtig gemacht als Team, als Fahrer. Man hat ja gesehen, was für Bedingungen draußen waren. Es waren ja wirklich Hardcore-Bedingungen, sage ich mal so. Ich durfte Qualifying fahren, ich durfte den Start fahren, den Restart fahren und habe eine große Verantwortung gehabt und deswegen bin ich da schon zufrieden. Auf der anderen Seite, klar, hat mein Team auch ein, zwei kleine Fehlerchen gemacht. Kann passieren. Die Bremsscheibe ging nicht runter, wo wir Zeit verloren haben. Der Uwe war ein Tick zu schnell unter Gelb. 1,5 Minuten Strafe. Wenn man das zusammen addiert, das sind jetzt 2 Minuten. Und wir hatten 1:40 Rückstand auf 1. Und das ist dann schon im Endeffekt, ja, schade, wenn man weiß, okay, du warst eigentlich in Schlagdistanz, aber ja, das ist ein Rennen über 24 Stunden und da musst du einfach sauber zu Ende fahren und ohne Fehler. Und deswegen haben es die anderen dann einen Tick besser verdient. Aber generell für mich als Mercedes-AMG in der DTM-Fahrer freue ich mich natürlich sehr, dass wir als alte GT-Haudegen, der Maro, da als DTM-Fahrer und ich auch im Endeffekt als Ex-DTM-Fahrer der Maro und ich als Aktueller da schon einiges reißen konnten und wirklich super Ergebnisse eingefahren. Ja. Hast du das Manöver von Maro gesehen im Nachhinein, das Überholmanöver der letzten Runde? Ich würde sagen, es war hart, aber okay. Es kann auch anders ausgehen, dann schauen wir alle recht blöd durch die Wäsche. Aber es ist gut gegangen und deswegen muss ich sagen, Chapeau, ja, gut gemacht. Es kann auch ganz schnell bös enden und dann sind wir lachender Dritter. Also es hätte auf jeden Fall ein Mercedes gewonnen. Aber natürlich mit einem Dreifachsieg oder Vierfachsieg im Endeffekt. Ja. War das natürlich schon sehr, sehr schön und du, ich glaube, jeder Rennfahrer würde das machen, wenn er da eine Möglichkeit sieht in der letzten Runde und es gab keine Anweisung, was ich jetzt weiß, dann probierst du es auf jeden Fall und hältst da rein und der Chris hat auch, Hohenadel hat die Tür weit offen gelassen und es war quasi so ein Wink für den Maro und der Maro ist auch ein ausgefuchster Hund und der hat's gut gemacht. Da kann man nicht anders wahrscheinlich, ne? Genau, da hältst du rein und hoffst, dass alle Räder dranbleiben und du gut dann durch die letzte Runde kommst. Jetzt hat man so ein ganzes Wochenende ein derart intensives Rennen erlebt, auch hier als Fahrer natürlich, mit all diesen Wetterkapriolen und diesen engen Ergebnissen. Wie schwer ist das dann umzuschalten auf die DTM wieder, ne? Das ist ja quasi dein Tagesgeschäft und das, wofür du eigentlich lebst. Geht das schnell oder braucht man da schon eine Weile, um sich da gedanklich wieder reinzufinden? Das erste Training war ja schon. Ich bin auf 8 gefahren, war drittschnellste Mercedes, war Top 10. Also das sieht man, dass es eigentlich relativ schnell geht. Es ist wirklich so wie schwarz und weiß und du musst dich halt vom Kopf her und mental schon darauf einstellen, okay, jetzt fahre ich GT-Auto, da musst du das machen, jetzt fahre ich DTM-Auto, jetzt ist das zu beachten. Und klar, es dauert 2-3 Runden, bis du wieder drin bist im Thema. Aber im Endeffekt geht es schnell und ich bin, oder wir sind sofort da. Und es ist auch gut so, weil sonst würde ich, glaube ich, nicht fahren dürfen, wenn ich da 3 Wochenenden brauche, bis ich wieder auf dem Niveau bin und schnell bin. Man sieht ja auch, jetzt waren sehr viele DTM-Piloten am Nürburgring unterwegs. Also offensichtlich ist ja der Unterschied nicht so groß, dass man sich da nicht auf einstellen könnte. Ne? Genau. Also es waren sehr erfolgreich, die DTM-Piloten. Genau, wir waren, es waren, glaube ich, 2 Aktuelle auf dem Podium, Chris und ich. Und es zeigt ja, dass wir DTM-Fahrer auch schnell sind im GT. Und eben, wenn wir wieder zurückwechseln vom GT, von unserem langen Wochenende, wo wir viel gefahren sind, ins DTM-Auto, dass wir auch wieder dabei sind, Chris und ich. Wir waren beide Top 8 jetzt im freien Training. Und es ist schon mal eine ganz gute Tendenz, sage ich mal so. Und ich hoffe, dass der Uli uns so ein bisschen öfters ausleiht an die GT-Fraktion. Also es macht doch Spaß, GT, oder? Das ist, glaube ich, sieht man dir auch an, wenn du fährst. Definitiv. Back to the roots, sage ich mal so. Ja. Und das, vor allem mit dem GT jetzt, das Auto ist einfach näher dran am DTM-Auto und du setzt dich rein als Fahrer oder ich jetzt und fühle mich wie zu Hause, genauso wie im DTM-Auto. Also das ist schon schön, wenn man dann quasi 2 Plattformen hat, wo man sich zeigen kann und wo man geile Rennen fahren kann. Lass uns kurz jetzt zum Lausitzring kommen. Letztes Jahr lief es ja nicht ganz so gut für dich. Was hast du für Verhältnis zu der Strecke? Liegt die oder also der Lausitzring liegt mir eigentlich schon. Letztes Jahr war das ja das zweite Rennwochenende im Kalender. Ja. Das heißt, da war ich noch relativ unerfahren und habe einen Fehler gehabt im Qualifying und deswegen war ich auch hinten gestanden. Mhm. Und jetzt hoffe ich, dass ich das Momentum mitnehmen kann vom Nürburgring und eben auch von Spielberg, weil da war der Speed auch sehr gut im Training.
Da war ich auch zweimal in den Top 10 und ich hoffe, dass ich das jetzt auch mal mit ins Qualifying nehmen kann. Ja. Aber ich bin froh, dass wenn das Wochenende so schon gut losgeht, dann müsste die Pace da sein. Und der Lausitzring ist eine Strecke, wo ich schon seit 2002 herkomme, damals mit der Formel BMW. Hier schon sehr viel gefahren bin. Und hier hatte ich auch meinen ersten DTM-Test am Lausitzring. Also ich habe hier schöne Erinnerungen und fühle mich hier wohl. Und es ist eine andere Strecke durch das Oval. Ja, man fahren ja relativ viel Prozent der Runde im Oval. Und das macht schon tierisch Spaß. Ja, das ist ja auch ein Spielwerk in den freien Trainings, immer sehr gute Zeiten. Konntest du es aber im Qualifying nicht umsetzen? Waren das persönliche Fehler oder lag das am Auto oder wie muss man sich das vorstellen? Also im ersten Qualifying war ich zweiter Mercedes in der Pole auf Platz 12, das war noch gut. Und am Sonntag haben wir so ein bisschen einfach die Pace verloren. Da war ich auf Platz 19 gestanden, war viertbeste Mercedes-Mann, also mittendrin im Pack, sag ich mal so. Und es war wirklich sehr schwer für uns. Persönliche Fehler würde ich nicht sagen, sondern mir hat auf dem schnellsten Mercedes ein Zehntel gefehlt, was gar nichts ist. Und deswegen kann man da nicht davon sprechen, dass es scheiße lief. Generell für uns als Team lief es nicht gut, weil wir einfach so weit hinten waren. Aber ich persönlich kann mir nicht vorwerfen, dass ich da zu weit weg war, weil ein Zehntel auf den schnellsten Mercedes-Mann ist jetzt nicht so verkehrt. Ist jetzt auf der Strecke zu erwarten, dass das Team wieder weiter vorne steht oder was habt ihr für ein Gefühl? Eigentlich schon, es müsste uns liegen. Der Pascal war hier auf dem Podium letztes Jahr in einem Rennen, das Jahr davor hat er gewonnen. Also es war auf Pole gestanden 2014, also das müsste eigentlich schon ganz gut gehen. Und klar, die Strecke verändert sich, das Auto verändert sich, wir sind mit dem neuen Auto hier. Aber ich denke, dass wir ganz gut abschneiden werden. Und nach Spielberg kann es eigentlich nur besser werden am Sonntag, wo wir keine Punkte geholt haben. Das ist absolut nicht unser Anspruch und deswegen kann es nur gut werden, besser werden. Aber ich habe schon ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Super, dann wünschen wir viel Glück, viel Erfolg und wir halten im Auge. Danke. Vielen Dank. Danke.